Hey du, ja genau du, schick mal Frauen und Kinder aus dem Raum. Was ich dir jetzt erzähle, ja komm mal her, was ich dir jetzt erzähle, bleibt unter uns. Dieses Video nicht teilen, nicht verlinken, poste das nicht auf Facebook oder Instagram. Psst, das bleibt hier nur unter uns, zwischen dir und mir. Slotcars und Klemmbausteine, die Guten von Q-Men. Mit Lizenz einer großen deutschen schwäbischen Automarke. Der Automarke der Welt. Der ersten Automarke der Welt. Psch, psch, bleib unter uns. Glaubst du mir nicht? Glaubst du mir nicht? Doch, komm her, hier. Bald bei Modbricks. Willkommen beim großen Preis der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, heute bin ich so aufgeregt wie schon lange nicht mehr, dass ich euch hier etwas präsentieren darf. Ich glaube, ich bin so aufgeregt wie von meiner Führerscheinprüfung oder Mick Schumacher vor seinem ersten offiziellen Formel-1-Rennen. Denn es ist kein Witz, wir reden heute ja über die Kombination von Slotcar Racing, sehr guten Klemmbausteinen, nämlich teilweise die von Q-Men und die Lizenz eines großen deutschen Stuttgarter Autobauers. Alles vereint in dem neuen Projekt hier von Modbricks, nämlich Slotcars and Bricks. Kartondesign kann sich noch ändern, der Name kann sich noch ändern. Ah, Freunde, ich will gar nicht viel reden. Ich möchte euch den Karton zeigen und dann das Ding aufbauen und ein paar Runden mit euch drehen. Hey Freunde, da haben wir das Set, da haben wir den Karton. Ich bin so aufgeregt. Ich hoffe, ihr könnt das wirklich spüren und ich hoffe, es kann ich zu euch an euer Handy oder Fernseher oder wo immer ihr mich guckt, übertragen, diese Freude, dass ich so richtig Bock habe, jetzt hier loszulegen, dass die Ampeln losgehen und ich Gas geben kann. Ich muss den Karton, weil es ein Prototyp ist, hier unkenntlich machen teilweise und das Set war auch, weil Prototyp schon aufgebaut. Seht mir das nach. Aber ich wollte es unbedingt haben. Ich wollte es euch unbedingt zeigen. Ich habe so Bock drauf. Hier diese Strecke, ihr seht sie hier schon, diese beiden Fahrzeuge mit den Sternen, beziehungsweise die getunten Versionen oder die Modelle von dem Tuner mit dem Apfel im Logo. Also googelt mal nach. Ganz früher hatten die einen Apfel im Logo. Ab 9 Jahren bis 99, glaube ich, hat man immer Spaß. Also mit Slotcars, glaube ich, hat man immer Spaß und mit Klemmbausteinen sowieso auch. Hier oben steht es auch: Builds with Blocks. Ja, Freunde, da haben wir hier die Rückseite, Start- und Zielgerade, hier die Unterverteilung, zwei Fahrzeuge mit Lizenz und zwei dieser Controller, die wir auch von anderen Slotcar-Firmen, vom Markthersteller bzw. Marktführer ja eigentlich kennen. Ach, Freunde, hier sehen wir einige möglichen Ausbaustufen, die wohl noch kommen und da ein quasi Serviervorschlag. Freunde, ich bitte setzt mir nach, ich mache es kurz. Ich will dieses Set jetzt auspacken und das machen wir live jetzt hier mit dem Taschenmesser. Zack, wir schneiden es auf und dann lasse ich es jetzt gleich mal rauspurzeln. So, Freunde, dann schauen wir mal, was drin ist. Oh, wir haben hier ein Plastik-Inlay. Wir haben hier die Platten. Vorher habe ich schon einen Stickerbogen rausgenommen gehabt. Jetzt bin ich mir echt gespannt, wie diese Platten hier so aussehen. Ah, ihr kennt das hier, solche Slotcar-Platten und da unten seht ihr schon die Aufnahmen, ganz normale Klemmbausteine. Ich bin richtig entzückt. Hier haben wir Steine, USB für die Controller, zwei dieser Controller. Ah, hier sehen wir, guckt, da, And Light Your Dream. Also, dieses Häuslein ist aus Human-Steinen. Und das geht immer noch so weiter. Und hier haben wir die beiden Fahrzeuge. Die hole ich mal raus, dass ihr mal einen Größenmaßstab sehen könnt. Ja, richtig cool. So kann man vielleicht ein kleines Go-Kart-Rennen oder RC-Bahn in seine City integrieren. So, ich packe jetzt hier weiter aus. Und ich denke mal, das wird ein sehr, sehr kleiner Speedbuild, Freunde. Aber ich habe trotzdem Bock. Ah. Ich packe mal hier zur Seite, halt, da ist noch ein Steinchen, hier ein Teil. Dann gucken wir mal, was wir hier haben. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15 solcher Platten. Ich versuche es nochmal zu sortieren und dann sehen wir uns gleich wieder. So Freunde, kurz bevor die Lampen ausgehen, noch schnell einmal. Es sind alles 16x16er Platten. Hier nochmal von unten mit Aufnahme. Wir haben 4 gerade 16x16, 8 Kurven 16x16, schön hier mit den Curbs. Wir haben so eine Verengung, beziehungsweise ja, so Flaschenhalsfahrbahn, auch 16x16. Und wir haben die Start- und Zielgerade für die Aufnahme der Controller, die wir hier so reinstecken und dann so. Ich bin echt sehr gespannt. Geladen wird per USB. Und diese Start- und Zielgeradensteine sind alles diese Cuman-Steine. Die Plates hier haben schon ein bisschen gelitten. Man sieht, dass wirklich schon einiges an Testkilometern gelaufen ist auf dieser Fahrbahn. Ich baue diese jetzt auf und dann freue ich mich gleich wirklich mit euch hier ein paar Runden auf meinem kleinen Circuit de la Noppenklötzchenscheune zu drehen. Speedbuildzeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute ein wenig über die Geschichte der sogenannten Slotcars. Und warum Slotcars? Dazu kommen wir gleich. Denn Vorläufer der heutigen schlitzgeführten Autorennbahnen waren in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mittels Uhrwerk angetriebene Automodelle, die durch eine Randerhöhung in der Spur gehalten wurden. In den frühen 1950ern kam in wettfreudigem Großbritannien bevorzugt in den Hinterzimmern von Gaststätten das sogenannte Rail Racing in Mode. Die überwiegend aus Balsaholz und Messingblech selbstgebauten Fahrzeugmodelle wurden mittels Metallbändern, ähnlich der Form von Vorhangschienen, die oben auf der Fahrfläche montiert wurden, geführt. Der Antrieb erfolgte anfangs angeblich mit Miniaturdieseln, die man aus dem Modellflugzeugbau kannte. Später dann mit frisierten Elektromotoren, die meist aus dem Sortiment der bereits aufkommenden und boomenden Modelleisenbahnindustrie stammten. Mittels der Führungsschiene und einem weiteren flachen Kontaktband wurden die Modellautos über Gleitkontakte mit Strom versorgt. Da noch keine Handregler im heutigen Sinne erhältlich waren, wurden zur Geschwindigkeitskontrolle lenkradähnliche Drehregler und oder Morse-tastenartige Druckknöpfe und so weiter benutzt. Die Fahrzeuge waren zwar den damaligen Originalrennwagen nachempfunden, jedoch gab es keinen verbindlich definierten Maßstab. Auch waren die Bahnanlagen landschaftlich nicht komplett durchgestaltet, wie es zum Beispiel im Modelleisenbahnclubs heute üblich ist. Es ging also vorrangig um das Austragen von Wettbewerben. In den 1960er Jahren entwickelte sich der Slot Car Racing Boom mit Meisterschaften und attraktiven Preisgeldern, zunächst erst in den USA auf Mietbahnen, den sogenannten Model Car Race Race. Gefahren wurde mit Fahrzeugen im Maßstab 1 zu 24 und einer Bahnspannung von 12 Volt, die über eine Autobatterie geliefert wurde, da stabilisierte Netzteile damals nicht verfügbar oder extrem teuer waren. Die Spuren wurden getrennt vermietet und der Zubehörverkauf boomte. Renncenter mit viel Platz boten mehrere, meist achtspurige Bahnen mit Steilkurven und Fahrstrecken zwischen 20 und 80 Metern pro Runde. Tuning-Zubehörsatz, Bausätze und Ready-to-Race-Slotcars wurden von vielen Firmen angeboten. Die erste Autorennbahn kam dann Mitte der 1950er vom englischen Firmen in den Spielwarenhandel. Durchsetzen konnten sich Hersteller, die auch Modelleisenbahnzubehör im Angebot hatten, zum Beispiel Strombecker und Tri-Eng Skeletics. In Deutschland kennen wir natürlich alle Carrera, aber eigentlich jeder, der auch im Modelleisenbahnbereich tätig war, bot auch in Deutschland mal so etwas wie Slotcar Racing an. Wir sprechen da von Falla, wir sprechen da von McLean und natürlich sprechen wir auch sogar von Revell. Revell ist übrigens ein ganz wichtiges Stichwort, denn Revell gehört heute mit Carrera zu ein und derselben Firma. Und das Wort Carrera kommt aus den Spanischen und bedeutet so viel wie Rennen. Und jetzt nicht wundern, warum heißt denn der Porsche Carrera Carrera und die Carrera Bahn Carrera? Naja, Porsche bezog sich auch auf Rennen, aber auf ein bestimmtes Rennen, nämlich auf die Carrera Panamericana. Somit teilen sich also Carrera bzw. Porsche den Namen. Aber ganz richtig heißt Carrera auch nicht mehr Carrera, denn wie ich vorhin schon gesagt habe, dass Revell und Carrera eine Firma sind, heißt diese Firma, die heute in Deutschland der Markenprimus der Slotcars sind, nämlich Revell Carrera GmbH.
Hey Freunde des gepflegten Motorsportes und Noppenklötzchen-Steckens, es ist vollbracht. Wir haben unseren Rundkurs hier, den Circo della Noppenklötzchen-Scheune. Es ist so cool, das hier zu sehen. Kleiner Nachteil ist hier bei mir der Vlies, denn dieses Drücken, Zusammenstecken dieser 16x16er Platten ist auf dem Vlies nicht so gut. Deswegen habe ich mir ein bisschen geholfen mit den Büschen und den Figuren, die gehören alle nicht dazu. Zum Set gehört hier diese Cumin-Hütte, wo wir die Fahrzeuge reinstellen können, alle Steine von Cumin, diese schwarzen und weißen ikonischen Zielflaggen und dieser Start- und Zielbereich. Diese Zielflaggen und auch dieser Start- und Zielbereich, das hier ist alles kein Cumin. Die haben aber unten halt hier so ein Kiddycraft Lego Aufnob-System. Das hier halt, wie gesagt, Cumin. Es macht so Spaß, Freunde. Es sieht aus wie, ja, eine Version des Marktführers auf Noppenklötzchen aufgebaut. Und das ist es ja irgendwie auch. Und die Fahrzeuge sehen auch richtig cool aus. Ich zeige sie euch nochmal. Ich habe das vorhin schon gezeigt. Aber das System müsst ihr nochmal kurz sehen. Das sind halt hier so zwei Kupferstreifen. Und der eine Pin, der in den Slot reingeht. Das gleiche beim anderen Fahrzeug auch. Und ihr könnt auch vielleicht sehen hier, wir haben hier wirklich den Lizenzgeber draufgedruckt. Wir haben hier zwei Fahrzeuge des Edelsportlers mit dem Apfel im Logo. Ich habe es euch ja gesagt, googelt mal nach. Also im alten Logo. Und jetzt möchte ich euch kurz zeigen, hier haben wir ja per USB laden wir oder geben Strom auf die Slotkarbahn. Und mit solchen, ja, sehen aus wie AUX-Stecker, haben wir unsere Controller eingebaut. Unten kann man drehen, kann man hier den Boost einstellen. Hier am Drehrad, hier gibt man den Boost und da fährt man ganz normal. Ich zeige es euch gleich nochmal, denn wir fahren ja hier zu zweit. Und ich würde mal sagen, wir machen mal kurz ein kleines Rennen. 3, 2, 1 und los. Und ihr seht hier, man kann diesen Boost hier machen, wie wir das kennen bei Carrera und alle anderen. Ja, Slotka. Oh, da werde ich abgehangen, aber nein. Gebe ich Gas und dann bin ich raus aus der Kurve. Müssen wir immer ein bisschen aufpassen. Rot hat hier gewonnen, zu Recht. Die Fahrzeuge sind immer so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, sind ein bisschen hecklastig. Da ist halt der Antrieb. Aber es macht trotzdem Spaß, wenn man hier so. Hier hakt es jetzt ein bisschen. Also hier seht ihr, also das Übliche, was man auch kennt, man fliegt aus der Kurve. Mein Problem hier ist eigentlich nur der Filz. Ich spiele euch am Ende nochmal ein, zwei Testrunden ein mit ein bisschen Musik, denn es macht wirklich Spaß hier zu fahren und vielleicht mag mir meine Partnerin mal kurz den roten geben, dass ihr auch seht hier, ne? Oh, habe ich falsch gebaut. Das ist alles kein Thema. Es macht richtig Spaß, außer wenn man so wie ich ein bisschen zu viel Gas gibt. Aber es gibt wirklich nichts Cooleres. Das macht so Spaß. Und ich habe schon die Idee gehabt, vielleicht, dass man sowas in seine City integriert. Und dann ist das halt die RC-Strecke der Klemmbau City Freunde e.V. oder die Slotcar Racers Klemmbaustein City. Also da gibt es genug Möglichkeiten. Das macht echt Spaß. Und das ist einfach cool, dass wir hier Slotcars und Noppenklötzchen haben oder Klemmbausteine. Es ist richtig cool. Also, und jetzt noch einmal einen Boost und dann fliegen wir mal aus der Kurve. So, Freunde, es ist so cool. Ich könnte das stundenlang machen. Und ich hoffe, dass es da noch mehr Fahrzeuge irgendwann gibt. Und in der Anleitung ist es auch ganz easy, wie man diese Strecken aufbaut. Auch was dabei ist. Auch ist ganz simpel hier, wie man es aufzubauen hat. Und auch ganz simpel, wie man was anzuschließen und zu steuern hat. Also es ist wirklich kinderleicht. Wenn der Papa mit dem Sohn oder die Mama mit der Tochter oder umgekehrt oder wie auch immer, das kriegt man mal schnell, auch im kleinen Platz, seht es bei mir hier, schnell aufgebaut, schnell abgebaut und hat auf dem Küchentisch oder auf welchem Tisch auch immer richtig Spaß. Und Freunde, ich kann gar nicht aufhören. Ich kann gar nicht aufhören, das macht so Spaß. Es ist, ach, Freunde, herrlich. Ich kriege den Absprung nicht. Ich will jetzt gar nicht, dass wir uns in die Augen gucken. Ich will hier einfach meine Runden drehen. Das ist richtig cool. Aber nein, Freunde, irgendwann ist jedes Rennen zu Ende. Ich habe gerade die gelbe Fahne bekommen. Wir schauen uns jetzt in die Augen und dann gibt es ein Abschlussfazit. 12 Sekunden später. So, kleines Rennen. Ja. 3 Runden. Ja. Wer verliert, zahlt den anderen ein kleines Klemmbausteinset. Ja. Wer aus der Kurve fliegt, hat verloren. Oh ja. Okay. Bin ich jetzt rot oder bin ich grau? Rot. Rot, okay.
Ja, ist eigentlich nicht meine Farbe. Dann auf 3, okay? 3, 2, 1, los! Das gibst du nicht. Nein. Nein, nein, ich bin aus der Kurve geflogen. Nein! Nein, nein! Ey, wer ja, ja, Glückwunsch, Glückwunsch. Oh Mann, jetzt habe ich gedacht, ich gewinne. Hey Freunde, die schwarz-weiß karierte Fahne ist in sich, die letzte Runde, auch die letzte Runde dieses Videos. Und ich will mich nicht wiederholen. Ich hoffe, ich konnte euch dem Spaß, den ich mit diesem Set habe, irgendwie rüberbringen und euch auch damit anstecken, weil es Bock macht. Es macht so Bock. Ich bin wieder der kleine Jörn. Ich hatte nie eine Carrera-Bahn, aber die Kombi Klemmbausteine mit Carrera-Bahn, die hätte ich mir vor ein paar Jahrzehnten gewünscht. Da hätte ich, glaube ich, nie wieder das Tageslicht gesehen, sondern wäre nur in meiner Bude gewesen, hätte mit Lego und dieser Bahn gespielt. Das wäre, ach, herrlich. Ja, die Steine hier sind wirklich ne, Cuman and Lightning Steine. Ich zeige euch das mal ganz kurz hier, da könnt ihr es an den Noppen sehen. Wie das so weitergeht, kann ich nicht sagen. Ich habe nur auf diesem vorläufigen Kartondesign gesehen, da sind noch mehrere kleine Häuser und sogar ein Tensegrity-Fahrzeugstand für die kleinen Fahrzeuge. Ob das Cuman ist, weiß ich nicht. Gehe ich mal von aus, kann ich euch noch nicht sagen. Diese Controller sind robust, ganz normal. Ist jetzt nicht natürlich Carrera, aber es ist trotzdem robust, geht nicht kaputt so schnell, glaube ich. Das macht Spaß. Einzige, was ihr vielleicht extern bräuchtet, eine kleine Pinzette und einen kleinen Kreuzschlitzschraubenzieher, einfach um ein bisschen Fussel von diesen Kupferkonnektoren runterzumachen oder die mal gerade zu biegen. Ist aber auch alles ganz einfache Technik. Aber ich glaube, das kennt der Papa und die Mama, die mal Slotcars gefahren sind aus dem FF. Ganz cool noch zu erwähnen, dass diese Technikbox, hier wo wir alles anschließen, auch Noppen hat. Und sogar Technik-Pins. So, Freunde, ich muss Schluss machen, weil ich will, glaube ich, noch ein, zwei Runden drehen. In diesem Sinne noch ganz kurz, schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr von diesem Set haltet. Wie findet ihr hier die Kombination zwischen Slotcar Racing und Klemmbausteinen? Habt ihr sowas Ähnliches schon mal gesehen? Schreibt es mir in die Kommentare, hätte ich echt Bock, mit euch drüber zu reden. So, und jetzt müssen wir gucken, dass ich noch das letzte Zehntel hier aus diesem Video raushole. In diesem Sinne, auf Wiederbauen, euer Freund Blockstar.